Willkommen zurück zu Schritt 2 deiner Ausbildung. In diesem Video geht es um Folgendes. Wir fangen zuerst an und widmen uns dem Westen. Der Westen ist die Seite, die jeder Gast auf Rhodos zuerst sieht, weil auf dieser Seite der Diagoras Flughafen ist. Eines der wichtigsten Merkmale der Westküste ist das Wetter. Das Wetter ist auf dieser Seite im Vergleich zu den anderen Küstenabschnitten um ca. 4 bis 5 Grad kühler, was an dem Wind liegt, der zwischen der Türkei und Rhodos an dieser Seite weht. Das macht es natürlich auch sehr beliebt bei den Kitesurfern. Da es an der Westküste nur im oberen Drittel wirklich Tourismus gibt, ist der Rest dieser Seite sehr natürlich und ursprünglich. Sehr viel geprägt von schönen Pinienwäldern, Steilküsten mit wunderschönen Aussichten, aber auch einsame Strände kann man an der Westküste noch finden. Wenn man allerdings baden gehen möchte, muss man eins beachten. Wir haben an der Westküstenseite das Ägäische Meer. Und das Ägäische Meer ist deutlich wilder und hat mehr Strömung als zum Beispiel vergleichsweise das Mittelmeer auf der anderen Seite. Ist im Grunde kein Problem, man kann auf jeden Fall baden gehen, nur sollte man ein bisschen auf die Strömung achten. Das Meer hat an der Westküste eine wunderschöne türkise Farbe, liegt am Steinstrand. Wir haben an der fast kompletten Westküste überall fast ausschließlich Steinstrand. Dafür gibt es aber an dieser Seite den schönsten Sonnenuntergang. Fast von überall kann man dort die Sonne ins Meer eintauchen sehen und das gibt wirklich wunderschöne Bilder. Die Haupturlaubsregionen an der Westküste sind Ixia und Yalisos, die sehr schön zwischen zwei der besten oder schönsten Sehenswürdigkeiten der Insel liegen, und zwar Rhodosstadt und dem Schmetterlingstal. Die Ostküste ist wie bei den Touristen beliebteste Küstenseite. Gründe dafür sind erstens das heiße Wetter. Wir haben es im Sommer dort meistens an die 40 Grad, aber vor allem das Meer. Das Meer ist an der Ostküstenseite deutlich ruhiger. Es handelt sich um das Mittelmeer. Das heißt, es ist sehr ruhig. Wir haben sehr wenig Wellen. Es ist sehr familienfreundlich, auch vor allem mit Kindern zum Beispiel. Und das Wasser ist atemberaubend klar. Das muss man wirklich sagen. Das Wasser ist, man kann teilweise 10, 15 Meter in die Tiefe schauen und man sieht immer noch den Boden. Das hat man wirklich nur an der Ostküstenseite. Des Weiteren gibt es an der Ostküstenseite viele kleine Buchten. Neben den Urlaubsregionen Columbia und Faliraki zum Beispiel sind rechts und links gleich direkt zwei, drei schöne kleine Buchten, die man auch ganz einfach mal mit dem Bus zum Beispiel erreichen kann. Und das macht die Ostküste zu einer sehr beliebten Urlaubsregion. Die Landschaft ist dafür in der Sommersaison nicht ganz so grün wie auf der anderen Seite zum Beispiel. Es ist mehr vertrocknet, auch durch die Hitze, da es im Sommer einfach nicht regnet. Und die Küste an sich ist auch etwas flach abfallend. Das heißt, die Wege von Nord nach Süd sind deutlich kürzer als an der Westküste. So, jetzt haben wir uns die beiden Küstenseiten angeschaut. Und jetzt fehlt noch eine wichtige Urlaubsregion, das ist Rhodos. Rhodos liegt im Grunde ganz oben im Norden und teilt somit auch das Ägäische und das Mittelmeer, hat somit auch beides zu bieten. Rhodos ist natürlich wunderschön, weil es einfach direkt eine der Hauptsehenswürdigkeiten ist mit der Altstadt und man einfach mitten zwischen den Einheimischen auch lebt. Die Altstadt ist eine der Top-Sehenswürdigkeiten auf Rhodos, die man nicht nur einmal besuchen kann, sondern man kann dort wirklich in seinem ganzen Urlaub bei Tag, bei Nacht, jederzeit dort rein, immer wieder sehenswert. Immer wieder was Neues entdecken. So, jetzt weißt du auch schon ein bisschen was über die verschiedenen Urlaubsregionen. Jetzt kannst du dir unten auch nochmal anschauen, über was wir hier im Video gesprochen haben und darunter wieder auf den nächsten Ausbildungsschritt klicken und wir schauen uns die Sehenswürdigkeiten, die Strände an.